Tausende Besucher stöberten am Sonntag beim Ganderkeser Herbstmarkt in den Geschäften, ließen sich Bratwurst und Krebs schmecken oder drehten im Karussell oder Autoscooter ihre Runden. Auch zahlreiche Vereine informierten die Besucher über ihre Aktivitäten und versorgten sie mit Kuchen, Bratwurst und Kartoffelpuffern. Die Geschäftsleute freuten sich über den Andrang beim verkaufsoffenen Sonntag. Beim großen Flohmarkt am Tag zuvor war die Resonanz allerdings deutlich geringer als in den Vorjahren. Der Regen hatte nicht nur zahlreiche Besucher, sondern auch die Anbieter abgeschreckt. Nur eine Handvoll Kinder boten ihre Waren auf dem Marktplatz an.